Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unterm Messer. Bei mir ist der wundervolle Flo. Hallo Flo. Hallo Dela, es ist schön wieder hier zu sein. Und wir wollen weitermachen mit der vierten Staffel, Folge 3. Ich bin Colonel Potter. Wie ist der Originaltitel? Der Originaltitel ist A Chain of Command. Ja, wir freuen uns sehr, wer die letzten Folgen gehört hat. Wir haben das Format ein bisschen umgestellt und machen das Ganze so eher im Rahmen eines Audiokommentars zur Serie. Und damit ihr da auch mit Spaß haben könnt, machen wir das so. Ich werde dann gleich anzählen und ihr könnt quasi, wenn ich Start sage, mit auf den Startknopf drücken. Wir gucken die Disney Plus Version der Folgen und dann könnt ihr quasi mit uns live mitgucken, wenn ihr möchtet. Genau, dann zählen wir an. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Start. Und los geht's mit dem tollen Intro. Wir können das nicht genug loben. erzählt uns aber gerne, was ihr von diesem Format unseres Podcasts haltet. Wenn es euch nicht gefällt, wir sind momentan noch ganz positiv überrascht, dass es funktioniert. Aber das sind wir immer, wenn wir Podcasts aufnehmen. Richtig. Es sei denn, es funktioniert nicht, dann denken wir, ja, es war zu erwarten. Ja, und ich würde auch behaupten, gebt uns mal ein kleines bisschen Zeit, dass wir hier die Technik und so weiter eingespielt haben, dass wir nicht ganz so viel stottern. Das ist einfach liegt daran, dass wir jetzt so lange nicht mehr aufgenommen haben. Genau. Und mit diesem Format ist es halt auch schlecht möglich, dass wir schneiden, weil sonst sind die Folgen und unsere Folge nicht mehr parallel. Und dann bringt es nichts, die Folge nicht mehr zu schauen. Genau. Aber ja, das wird sich, glaube ich, einspielen. Ja. In der letzten Folge hatten wir gerade den allerersten Auftritt von Colonel Potter. Ja, und das PA gibt gerade eine Nachricht bekannt. Es gibt den Gewinner einer Flasche Aftershave. Ja, die Folge hier ist übrigens, wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass unser neuer Kommandant am 19. September 1952 ins Camp kommt. Und diese Folge ist am 19. September 1975 ausgestrahlt worden. Genau, und wir beginnen die Szene mit Frank Burns in seinem Büro als Commanding Officer noch, der natürlich wieder seine Hitler-Fantasien durchsetzt. Er möchte unter anderem die Spielsucht bekämpfen im Camp. Und Margaret ist natürlich total begeistert, weil er so autoritär ist. Ja. Wobei Margaret schon wieder freundlicher aussieht mit offenen Haaren. In der letzten Folge hatte sie diesen Dutt, der sehr unvorteilhaft war, sage ich mal. Ja, Frank will die Camp-Mitglieder dazu zwingen, ihn zu lieben. Und wenn er sie dafür verprügeln muss. Genau. Und währenddessen bauen Hawkeye und BJ im Sumpf eine kleine private Bar auf. Ja, und mit Lichtern und allem. Voll gut. Ja. Und wenn wenn BJs Frau anruft, ist er natürlich nicht da. Und wir reden wieder liebevoll über Henry und seinen Alkoholismus. Und dass wir ihn wirklich vermissen. Und ja, wir vermissen Henry auch. Die Henry Blake Gedächtnisbar. Genau. Ist eigentlich ein schöner Moment. Übrigens ist das hier unsere 75. Episode, also ein kleines Jubiläum. Mhm. Ja, Vader kommt ganz aufgeregt in den Sumpf gelaufen. Und wird natürlich gleich mit einer Platzreservierung bedient. Ja. Aber ich finde diese Chemie zwischen Hawkeye und BJ, wie sie miteinander rumblödeln und Raider total verwirrt daneben steht, sehr süß. Und sie bieten Raider einen alkoholfreien Cocktail an, einen Shirley Temple zum Beispiel.
Und wir haben gerade die frohe Botschaft, dass Frank Burns eben nicht mehr der Commander sein wird, sondern wir kriegen einen neuen, nämlich Hopper. Oh Gott. Wir haben das ja schon erwähnt, ich gucke die Folge auf Deutsch mit deutschen Untertiteln. Und hier wurde jetzt gerade die Frank Burns Voodoo-Puppe erwähnt. Und in den deutschen Untertiteln haben sie Voodoo mit W-U-D-U geschrieben. Oh Gott. Ja. Ja, Hawkeye ist sehr skeptisch gegenüber Potter, weil er Army-Doktor ist. Und wenn da was taugen würde, dann würden sie ihn doch nicht in so einen Scheißloch stecken. Ja, wobei ja sonst immer erwähnt wird, dass das 4077. So ja eins der Top-Lazarette in Korea ist. Erstmal noch einen Drink und dann begleiten sie Raider nach draußen. Und wir sehen wieder mal einen Blick in die Kantine. Ja, das Essen sieht total lecker aus. Aber es sah schon schlimmer aus, muss man dazu sagen. Ja, aber Frank ist trotzdem nicht begeistert, auch nicht davon, wie es... Die Anordnung, ja. Es stört ihn die Anordnung. Ja, die Bohnen sind in die Apfelmusschale geschwappt vom Bodenfach aus und überall sind Kartoffeln. Die Benutzung der Fächer auf dem Tablett wird jetzt vereinheitlicht. Aber Bohnen und Apfelsoße? Apfelsoße, hier ist es Apfelmus. Ja, gut, Apfelmus, ja. Ja. Also Bohnen, Kartoffeln, Apfelmus. Ordnung muss sein. Und Raider, glaube ich, befürchtet jetzt, dass er ihm die schlechte Nachricht überbringen muss. Ja. Armer Raider. Es gibt nichts von Mrs. Burns. Und eine Mitteilung vom Tierarzt, dass er seine Tollwutimpfung braucht. Ja. Ach. Ja, Frank ist ein bisschen sauer, dass Honeycutt nicht der Arzt ist, den er formen kann, wie er geplant hat, sondern ja, dass Honeycutt schon geformt ist. Ja, und er soll sich doch gefälligst nicht von Hawkeye beeinflussen lassen. Oh, und jetzt greift Frank nach dem offiziellen Brief und Raider ist. Ja. Raider natürlich das Geheimnis. Oh, mein Raider. Oh Gott, er hat Angst. Ja. Wobei Frank tut mir ein bisschen leidend. Nein. Nein, nicht wirklich. Und er versucht gerade, sich seine Niederlage schön zu reden, dass das natürlich eine vollkommen vernünftige Entscheidung ist, die einfach aufgrund der Militärbürokratie so sein muss. Ach, sowas passiert jeden Tag. Genau. Das ist halt so. Und er ist ganz ruhig und entschuldigt sich und bereitet nun den Kommandowechsel vor. Und dann geht er. Und Margaret ist sehr stolz auf ihn. Ja. Wie lange wird es dauern, bis er zusammenbricht? 3, 2, 1. Ja. Und jetzt schreit er wie ein Kleinkind, wirft sein Helm. Oh, und Margaret grüßt ihn. Das ist mein Mesh, ich will es wieder haben. Oh. Nein, das ist zum Glück nicht dein Mesh. Und er hat seiner Frau schon geschrieben und natürlich ist das der Moment bei der Erwähnung der Frau, wo Margaret gar nicht mehr glücklich ist. Ja, nicht nur seiner Frau, seine Mama hat er auch geschrieben, aber natürlich seiner Frau, ja. Oh, es hält die Luft an. Tja, und die Henry Blake Gedächtnisbar wird abgebaut. Um ein neues Bett zu generieren. Denn er kehrt zurück in den Sumpf. Wenn er nicht mehr Kommandant ist, muss Frank Franz wieder zu den anderen Ärzten. Und Klinger trägt ein sehr hübsches Kleid und wieder einen Blumenhut. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist. Nee, ist ein anderer, glaube ich. Und der sagt, Frank sagt zu Klinger, noch eine Woche und ich hätte sie aus diesen Klamotten rausgehabt. Und Klinger sagt, so leicht bin ich aber nicht zu kriegen. Aber immerhin, sie haben Franks Läuse genau da gelassen, wo sie vorher waren. Das ist auch doch sehr freundlich. Jetzt wird erst mal geguckt, was er für Unterlagen hat. Unter anderem, dass er den Befehl an den Supply Officer gegeben hat, dass er gefälligst eine Nachttisch, also wie heißt es nicht, Nachttischpfanne? Bettpfanne. Eine Bettpfanne kleben soll. Tja.
Frank ist ein bisschen sauer, aber... Mhm. Genau, und jetzt haben wir die Szene, die wir in der letzten Folge schon hatten, als Potter sich dem Camp nähert mit seinem Jeep und Vader beim Sonnenbad erwischt. Und achte mal wieder auf Raiders, Moment, linken Arm, beziehungsweise darauf, dass man ihn nicht sieht. Ja. Also er ist hier außerhalb des Bildes und Colonel Potter stellt sich vor, Raider, und er tut ihn sofort unter die Achsel, ja. Genau, und klemmt ihn direkt unter seine Achsel, damit man nicht seine Hand sieht. Das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge etabliert. Er hat eine Erkrankung, wo er, ich glaube, einen Finger mehr hat, ne? Ja. Er bittet um Erlaubnis, seine Blöße zu bedecken. Der Sattel, also Colonel Potter hat einen Sattel, der soll in sein Büro. Ja, weil Potter ist sehr verbunden mit Pferden. Das werden wir im Verlauf der Serie noch sehr... Ja. Aber ich finde es ganz süß, dass er nicht irgendwie sauer reagiert. Genau. Sondern sogar sagt, dass Raider bei dem Wetter lange in der Sonne liegen kann, wenn er braun werden will. Und wir erfahren gerade, dass Potter sich für den Ersten Weltkrieg freiwillig gemeldet hat mit 15 Jahren und über sein Alter gelogen hat, um eingezogen werden zu können, beziehungsweise um sich freiwillig melden zu können. Und sein Sattel ist noch aus seinen Kavallerietagen. Ja, so ein bisschen Änderungen gleich im Büro. Naja, und vor allem im Vergleich zu Frank sagt er, okay, Vader, versuch die Hilfe zu organisieren für die schweren Sachen. Ich möchte nicht, dass du kaputt gehst. Und sofort taucht Klinge auf in einem schönen Kleid mit Tiara. Und stellt sich Colonel Potter vor. Vollmacke nach Paragraph 8. Ich spiele mit Puppen und im Hochzeitskleid meiner Mutter möchte ich beerdigt werden. Alles Pferdescheiße, sagt Colonel Potter. Und er kennt diese Tricks seit 40 Jahren. Ja. Er kannte einen Soldaten, der glaubte, es sei ein Stute und es wurde mit einem Fohlen im Arm rumgelaufen. Und der andere hat geglaubt, es sei ein Gänseblümchen und wollte jeden Tag gegossen werden. Ja, das hat nicht funktioniert. Tja. Armer Klinge. Und er muss jetzt seine Unterhosen verbrennen, weil sein Trick nicht mehr funktioniert. Ja. Raider sagt, das ist nur ein flüchtiger Bekannter, dieser Klinger. Und er fragt Raider nach seinem Spitznamen. Mhm. Und er ist ehrlich. Er ist natürlich erstmal skeptisch, ob er ihm das jetzt wirklich erzählen soll. Aber Potter nimmt das einfach so schulterzuckend hin. Ja, und während Potter geht, sagt er, die Offizierslatrine ist gleich rechts. Und Potter guckt komisch zurück, weil er hat nicht gesagt, dass er dahin muss. Das ist ein guter Raider. Der erstmal eine Rückkopplung im Mikro macht. Ja, er soll jetzt alle Commanding Officers einberufen, also zum Büro holen, damit eben Potter das erste Mal seine Vorstellung machen kann. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der Vater ein Offizier ist. Ich glaube, das... Warte mal. Okay, das ist ganz nett. Er fragt jetzt McCurry, ob er Katholik ist. Er bestätigt und als der dann das bestätigt hat, fragt er, ob er auch eine Methodistenmesse lesen kann. Und das macht er auch. Noch ist der Vater ein First Lieutenant, später wird er zum Captain befördert. Major Burns fragt, Potter fragt Houlihan nach Major Burns und sie antwortet, wir sind nur befreundet, Sir. Ja, jetzt hat er natürlich die Akte von Hawkeye und Honeycutt in der Hand. Bei Hawkeye, ja,
Er hat unter anderem die Latrine angezündet. Ja, es war ein Unfall, sie haben Würstchen gegrillt. Warum gegrillt? Weil in den Latrinen nicht gekocht werden darf. Und er hat ein lebendes Hühnchen mit einem Helikopter einfliegen lassen, ja, und behauptet, es sei ein Patient. Im Deutschen sagt er, es war ein besonderes Hühnchen, es konnte Stepptanz. Außerdem haben sie einen Löffelbagger in Seoul gestohlen. Und er trinkt auch nur bis zum Übermaß. Ja, das war quasi ein vorsorglicher Anschluss, dass es sich benehmen soll. Noch ist Potter. Aber er war ja streng, aber nicht unfair. Das muss man sagen. Ja, aber wo ist Frank? Ja, Frank ist gerade desertiert. Oh, das freute Hawkeye und BJ. Und er macht natürlich gleich eine Durchsage. Ja, wir bauen wieder unsere Destille auf, weil wir haben ja jetzt wieder Platz. Oh, Klinger, was ist mit Klinger passiert? Oh Gott, der arme Klinger in Uniform. Und er hat überall Ausschlag, wo die Uniform ist. Ja, was ein bisschen unlogisch ist, da er in den letzten Folgen auch Uniform getragen hat. Naja, ich nehme an, das ist nicht wirklich so, oder? Er versucht gerade eine Ausrede zu finden. Vermutlich. Okay, psychosomatisch. Ja. Der arme Klinger. Ja, aber er kriegt gerade den Rat, ja, nimm 2 Aspirin und trag den besten Slip, den du hast. Das dürfte die Symptomatik ein bisschen abmildern. Ja, und Rainer dekoriert gerade das Büro von Potter mit Pferdebildern. Und er kann eine Stute nicht von einem Hengst unterscheiden. Was lustig ist, weil wir etabliert haben, dass er auf einem Bauernhof aufgezogen worden ist. Naja, gut, auf den Fotos ist auch ein bisschen schwieriger. Ja, okay. Er fragt jetzt, ob das Foto auch an die Wand soll zu den Pferden, aber nein, das ist meine Frau. Das Bild, das er gerade hängen sollte, hängt übrigens immer noch schief, nur in die andere Richtung. Und der Colonel erklärt jetzt, dass er keinen Morgen beginnt, ohne seine Frau formell zu grüßen oder wenigstens vor ihrem Bild zu salutieren. Und Vader stellt gerade fest, dass Potter genauso als Enlisted Man angefangen hat wie er. Und wir haben eine ganz klassische Raider-Szene. Er guckt hoch und sagt, oh, Hubschrauber. Und Potter sagt, ich höre gar nichts. Und dann geht's los. Genau. Jetzt erleben wir also Potter zum ersten Mal auch in Action. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Richtig. Weil das haben wir schon gelernt, ob Hawker jemanden akzeptieren kann. Zeigt sich im OP. Genau. Und Potter war seit 2 Jahren nicht mehr im OP. Aber ich muss sagen, rein von der Körperhaltung her, macht Potter in OP-Dress schon mal einen ganz anderen Eindruck als Henry. Ja. Aber ich finde es auch interessant, dass Hawkeye zum Beispiel zu Margaret sagt, wenn der Colonel Scheiße baut, gib mir oder BJ Bescheid, wir kümmern uns dann drum. Mhm. Also im OP ist der Respekt für Margaret auf jeden Fall da. Ja, 100%ig. Und Frank fehlt immer noch, aber er wird schon heimkommen, wenn er hungrig ist. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir hier Blut sehen oder ob es so hell ist wie in der letzten Episode. Also die Flecken, die er da hat, die sind sehr hell. Ja. Sie sind in der Leistengegend und sehen eher aus wie Lippenstift. Ja, und sie sind sehr wenig vor allem. Ja, da hat er sich irgendwo die Hände mal abgewischt. Ja, bis jetzt hält er sich ganz gut. Mhm. Unser
Porter. Ist aber auch nur eine einfache Operation. Ja, stimmt. Und er gibt keine Befehle, sondern er guckt erstmal zu und gibt Ratschläge oder fragt. Ja. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und Klinger bringt einen Patienten rein und Hawker fragt, was der Ausschlag macht. Oben ist er furchtbar, aber unten ist es okay, weil da hat er ja seinen drunter. Ja, Potter scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und ich glaube, das überrascht Hawkeye gerade so vom Gesichtsausdruck. Ja, und er lobt auch Honeycutt, muss man auch dazu sagen. Ja. Wobei, wenn man in den letzten Jahren etwas gelernt hat, also BJ trägt seine OP-Maske ein bisschen tief. Und immerhin, jetzt sind wir so fair und ja, wir loben auch Potter. Ja. Beim Händewaschen. Und schön finde ich auch, dass der Vater da im OP dabei ist. Das ist er ja aber oft. Ja, aber nicht als Vater, sondern wirklich auch angreift. Ja, das stimmt. Hm. Na, mittlerweile ist es 3:30 morgens und BJ und Hawkeye gucken ein bisschen überrascht, als der Colonel sagt, ich könnte jetzt einen Schluck vertragen. Mhm. Gibt's da auch Pizza? Nein, aber ja. Immerhin Gummihandschuhe. Die kann man kauen, ja. Kauen kannst. Wir haben und? Potter gerade eingerenkt. Ja. Und das freut ihn. Ja, gut, ich meine, das würde mich auch freuen, aber. Ja. Frank schleicht sich zurück ins Camp oder raus, ich bin mir nicht sicher. Na, er hat seinen Seesack dabei und ist ein bisschen matschig. Mhm. Und möchte zu Margaret. Frank, Liebling. Na, no, siehst du, er hat Hunger, deswegen ist er zurückgekommen. Ja, und es war ganz dunkel draußen. Und sein Hund hat seine Tasche gebissen. Oh, und er ist hingefallen. Oh, der arme Frank. Dass der überhaupt überlebensfähig ist. Hat mich irgendwer vermisst? Naja, ich? Ich. Ja, natürlich hat es die anderen auch interessiert, wenn es ihnen aufgefallen ist. Oh. Ja, Margaret denkt gerade, er will ja seine Liebe erklären, weil sie ja so heimelig ist und ihm ein warmes Gefühl macht, aber stattdessen fragt er sie nur, ob sie ein paar Kekse hat. Ja, und der Colonel, Hawkeye und BJ sitzen zusammen, trinken und singen. Und sind auch schon ganz schön angematscht. Ja. Prost. Und sie stoßen auf komische Sachen an. Und er gibt Tipps für die Distille. Ja. Hat Hawkeye da ein Zahnstocher oder was ist? Ja, es ist ein Zahnstocher. Ja. Er hat auch eine merkwürdige Mütze auf. Ja, das ist die OP-Mütze. Er hat ja auch die Maske noch um. Und der Colonel erzählt, dass er im Zweiten Weltkrieg in Guam eine Distille hatte, die explodiert ist und so kam er an seinen Orden, an sein Verwundetenabzeichen. Und Hawkeye legt gerade ein gutes Wort für Klinger ein. Ja. Und sie singen wieder. Was ich merkwürdig finde, wenn man es auf Deutsch guckt und hat plötzlich diese ganz anderen englischen Singstimmen. Mm. Das passt so überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, ich mag die Originalstimme von Potter sehr.
Ja, es ist halt auch ein klassischer Schauspieler. Ja. Und ich muss sagen, ich mag diese Szene sehr. Weil wir halt hier genau die Strenge von Potter haben und gleichzeitig aber wie menschlich er ist. Genau. Weil und Henry, so sehr ich Henry mag, aber Henry war halt immer eine Abziehfigur. Ja, genau. Ja, wir haben es noch gleich erwähnt. Potter gespielt von Harry Morgan. Leider 2011 gestorben. Ein Schauspieler, der in ganz vielen Sachen mitgespielt hat. Auf über 100 Filme und ganz viele Serien auch, erfolgreiche über Jahre hinweg. Und er war halt jetzt hier von 75 bis 83 in MASH und 83, 84 in After MASH. Mhm. Insgesamt 179 Episoden. Ja, Frank versucht gerade, sich zurück zum Dienst zu melden und Potter mit seiner militärischen Attitüde zu beeindrucken. Klappt nur so halb. Ja, und Klinger kommt rein in einem schönen Seefrauen-Dress. Und wird gelobt für sein Outfit. Ja. Und lustigerweise hat er denselben Respekt vor Klinger wie vor Frank. Und das mag Frank so gar nicht. Ja. Und ja, damit haben wir einen neuen Kommandanten. Ja. Und ich mag ihn sehr so. Schön. Ja. Also das hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Die Folge ist vorbei und da bleibt uns jetzt nur noch eins übrig, sie zu bewerten. Ja, ich gebe 9 von 10 explodierenden Disteln. Weil ich habe wirklich, wirklich sehr viel Liebe für Potter und ich mag, wie die Chemie wirklich durch ein paar ganz kleine Stellschrauben gezeigt wird. Das gefällt mir sehr. Ja, ich mag die Folge auch. Ich gebe 8 von 10 Henry Blake Gedächtnis Bars. Und ich freue mich eigentlich auch schon auf die nächste Episode. Ich mich auch. Weil wir sind jetzt, glaube ich, in einer Phase vor der Serie, wo es richtig gut wird. Genau. Ja. Also ich glaube, jetzt hat sich die Serie gefunden. Und gut, es kommt noch eine große Personaländerung. Auf die freue ich mich auch, aber wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, ich danke euch ganz sehr fürs dabei sein. Flo, dir danke ich natürlich auch. Es war wieder sehr schön, Dela. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.